Willkommen zur nächsten Partie Hamburg gegen Köln. Ja, meine Güte, zwei große Klatschen habe ich am 26. Bundesliga-Spieltag schon gefangen. Torrekord und so weiter und so fort. Mal abwarten, ob das jetzt hier besser wird. Ich bin natürlich gefordert. Mucke mit zwei Siegen in Front. Ihr schreibt uns mal in die Kommentare, wer das jetzt hier gewinnt. Ein F davor für FIFA, ein R davor und dann das Ergebnis für die reale Begegnung. Alle, die mittippen, die werden ja auch in unserer Bundesliga-Statistik-Software nun eingetragen und dort könnt ihr auch sehen, wie viele Punkte ihr momentan habt. FIFA-online-bundesliga.de, der Link ist auch in der Videobeschreibung. Dort findet ihr alle Videos, ihr findet alle Statistiken, noch viel mehr als hier FIFA nur bereithält. Ihr könnt euch die ganzen Highlights nochmal ansehen. Ihr habt ganz viele besondere Auswertungen mit unseren Schiedsrichtern beispielsweise. Ihr werdet in Zukunft sehen können, mit welchem Verein Mucke am stärksten ist, welche Rekorde es gibt. Auch die ganzen Bundesliga-Spieler, die bei uns ein Tor geschossen haben oder verletzt waren, eine Karte kassiert haben, auch die sind alle in der Datenbank drin und können angesehen werden und deren Statistiken. Also von daher, klickt euch mal rein. Unglaublich viele Daten werdet ihr dort in Zukunft finden können. Genau. So, und ich hoffe, du hast dich jetzt mal ein bisschen eingekriegt hier. Ja, hoffe ich auch. Ja, schade, ich war mal vorne. Ja, und das ist ziemlich früh. Von den ersten 10 Minuten schon, cool. Tja, 1-0 Köln. Das ist typisch Mucke. Eine Möglichkeit und dann macht er gleich den Treffer. Das ist brutal. Höger mit dem Treffer. Ja, Köln jubelt. Ja. Oh Mann. Also ich freue mich ja jetzt schon nach zwei Spielen. Also jetzt ist ja das dritte Spiel an diesem Spieltag. Jetzt schon auf das Highlight-Video. Ja, pff. Och, das war doch nichts. Mann, Jascha. Er hat es echt geschafft, mal eben schnell hier nach Hamburg zu fliegen, bevor er vorher in Leipzig war. Lass den doch abtropfen. Nein. Meine Keeper sind gut eingestellt. Ja, deine sind wirklich immer gut. Ja, das war jetzt auch mal ein Fehler von mir. Scheiße. Aber direkt wieder ausgebügelt. Schöner Einsatz. Mein ja, weiter. Das gefällt mir hier. Es war bissig. Ja, aber wieder ist momentan Köln spielbestimmt. Also die Mannschaft, die ich spiele, ist spielbestimmt. Ja, jetzt weiß ich mal zusammen hier. Ja, wir wollen nicht übertreiben. Ja, okay, ein paar Fehlpässe müssen da immer mal sein. Kann nicht alles zu 100% perfekt laufen. Jetzt gehst du mir mal auf den Sack hier auf der linken Seite. Okay, 20 Minuten, ich liege nur 1-0 hinten. Wollen wir das schon mal als Teilerfolg notieren? Modest. Hey. Er hat gehalten. Ja, das freut mich. Aber mit Modest ist er sowieso nicht so mein Spieler. Ach du liebes. Das Lieschen. Ja. Und Adler hält. Ja, also hätte den nicht gehalten, ne? Ja, der war echt lächerlich geschossen. Den hätte sogar mein Sohn besser schießen können. Und der ist 9. Komm. Schön gemacht. Oh, und dann setze ich mich nicht durch. Hast du was anderes erwartet? Ja. Boah, eigentlich schon. Ja, du hättest das gerne, aber... Komm. Schön. Gut gesehen. Gut. Müller jetzt. Jetzt zieh aber auch. Oh. Okay, Flügelverlagerung, gute Idee. Ja. Danke. Das zählt immer noch nicht als Torschuss bei mir. Oh, schade, hätte er den mal erwischt. Also, so richtig mitgenommen. Jojic.
Ja. Och, den kriegt er denn auch nochmal? Oh, ganz locker hier. Ja, der ist so voll cool, so. Kennt man ja gar nicht von ihm. Nee. Oh, das sogar. Zieh. Oh! Nee, und... Also zu heilig. Er hat Freistoß gepfiffen. Dann musst du auch eine Karte geben. Ja! Nein! Das war ein Torschuss, doch. Ja, Torschuss, ja. Wie er sich schon darüber freut. Er zieht keine Tore, aber er freut sich schon über Torschüsse. Also das ist auch gut. Lauf! 2-0. Alter, das darf nicht wahr sein. Da ist Modest, er trifft mal bei mir. Ein Wunder ist geschehen. EA, ich schwör. Der war aber so haltbar. Ja, Adler ist doch voll cool und jetzt, naja. Zack. Pff, nach oben. Naja, gut. Ja, ich wollte jetzt mal nicht so böse sein. No. Das sollte er eigentlich nicht machen. Torschuss. Ah, du tust es nur für die Statistik. Ja. Bin ich da nicht ganz so abluse. Gut. Oh. Jetzt. Jetzt will er auf die andere Seite. Nicht mit mir. Halbzeit. 2-0 führt Köln. Für mich tatsächlich das beste Halbzeitergebnis bisher. Schaut euch das mal an. Mucke hatte 6 Schüsse und alle 6 aufs Tor gebracht. Und deswegen führt er auch zurecht mit 2-0. Passgenauigkeit überragend. Danke. Aber du spielst heute, also jetzt so hier in der Nachmittagspartie, hast du dich eigentlich relativ gut im Griff. Hast die 8-2-Klatsche eigentlich relativ gut verdaut. Auch wenn du jetzt wieder hinten liest, aber das wird, Bro, das wird. Ich glaube an dich. Ja, ich muss mal hier ein bisschen was nachschauen. Jo, du hast noch 28 Sekunden Zeit dafür. Kann mich dann jetzt hier... Ja, wieso? 20. Ja. Den Druck aufrechterhalten, Mucke. 15. 12. 10. 5. 4. Keine Ahnung, das muss ich mir mal in Ruhe hier ansehen. 2. So, wir machen weiter. Wurde doch mal Zeit. Bin schon weiter eingeschlafen. Hamburg hat viel vor. Ja, dem Mucke ein paar Geschenke hinterlassen. Ist ja schließlich auch bald Ostern. Ja, noch nicht. Ja, bald. So, Hamburg schießt ein Tor. Das sagen die Fans und das sagen die... Wow! Geiler Scheiß. Ach du Kacke. Also höher kann man den nicht mehr setzen. Oh, danke. Das war gut. Das war gut. Das war richtig scheiße. Nee. Ja, ja, gut. Elfmeter war es lange nicht. Na du, ich traue hier dem Spiel alles zu. Ja, vor allem Jascha. Der hat ja gezeigt, dass er nicht mehr so für dich ist. Nee. Das hat er definitiv unter Beweis gestellt. Wer hat das Tor denn hier gemacht? Mann! Hey, das darf nicht wahr sein. Hector. Schon wieder 3 Gegentore. Oh, Bro. Irgendwann lese ich hier die Kommis im Mucke rausrufe, weil ich einfach den sie abonniert haben, total hier gegen die Wand spiele. So, beide halbes gebrochene Achillessehnen gerissen. Oh.
den eigenen Mann. Ja, es gibt die Ecke. Gut. Ja? Ja, doch. Ich dachte eigener Mann. Ich dachte auch. Aber zum Glück nicht. Ja, wieder eine sehr variable Ecke. Oh, können wir nicht ein bisschen Glück haben? Warum solltest du? Da, ja, man sieht's auch, ne? Ja, damit hat er gerechnet. Ich auch. Keine Ahnung, warum Hector so weit da vorne ist. Jetzt. Hamburg schläft noch. Hamburg schläft hier noch, oder was? Oh. Alter, du sollst den raufköpfen. Sauber geklärt, du Idiot. Ja, wollte gerade sagen. Also wenn das so weitergeht, dann kriege ich an diesem Wochenende nicht mal einen Punkt. Oh, war ein Schlag ins Gesicht, Elfmeter! Ja, bitte, hast Ball. Ja, bitte, hast Ball. Danke. So, jetzt. Zeigt mal was. Es spielt nur Köln. Ja, ich weiß gar nicht, warum Hamburg den Faden so verloren hat. Im ersten Durchgang sah es gar nicht so schlecht aus, eigentlich. Schön. Boah, das war ein guter Pressball. Ah. So, und aus. Holt euch schnell den Ball. Und dann ab nach Hause. Sind ja schon zu Hause. Ach ja. Ich spiele ja auswärts. Ecke. Achso, gut, du warst noch dran. Ecke. Ja, da ist keiner mehr. Ganz stark. Ganz stark gemacht, die Idioten. Es gibt nur den Freistoß. Okay, zweite. Also das war erbärmlich. Ja, auf jeden Fall hatte ich das 4-0 auf den Füßen und ich habe ihn mal nicht gemacht. Also frei vorm Tor, ich habe Angst gekriegt. Ich hätte nicht gedacht, dass der so da krätscht. Ich auch. Oh, was macht der da? Oh, ja, das passt doch. Na, da war er noch dran, deswegen flog der so hoch. Da war ein Hamburger noch dran. Zieh. Die sind alle tot. Ah. Jetzt zuckt mir die Nase. Ja. So. Naja. Schlussphase läuft. Alter, ich bin ja so ungefährlich an diesem Wochenende wie noch nie. Und ich dachte teilweise, dass man das sowieso nicht mehr toppen kann, aber nö. Ja, Modest. Es gibt noch die Ecke.
Ende. Köln gewinnt 3:0. Ja, und zum dritten Mal darf ich mir ein Five-Konzert anhören. Das ist ja hier ein Offenbarungseid, den ich leiste. Meine Fresse. Was ist da nur los? Also das schmerzt da wirklich. Also 0:3. Und es wird langsam richtig eng an diesem Bundesliga-Wochenende noch was zu reißen. Nachher geht's mit Schalke gegen Dortmund weiter. Der absolute Kracher. Vielleicht pusht mich das ja ein bisschen. Alle Werte zu diesem Spiel, die ganzen Highlights, die findet ihr auf fifa-online-bundesliga.de. Und auch dort könnt ihr nachsehen, wie viele Tore Mucke insgesamt erzielt hat, wie viele Punkte Mucke insgesamt hat und wie weit sein Vorsprung mittlerweile ist. Außerdem, wenn ihr getippt habt, natürlich auch eure Punkte. Mhm. Ja, ich freue mich auf euch nachher. Bis dahin, tschüss. Tschüss.